Ja, Happy Halloween. Nachträglich, ne? Es war wieder mal Halloween. Horror-Clown-Kostüme waren dieses Jahr nicht so angesagt. In Amerika sind Horror-Clowns sogar verboten. Ärgerlich für Trump, der wollte eigentlich noch ein bisschen Straßenwahlkampf machen. Aber man braucht ja auch nicht unbedingt ein Kostüm. Also wenn man sich ein bisschen Mühe gibt und gute Gene hat, dann kann man auch so seine Umwelt schocken. Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier zum Beispiel, der ist ja von der Evolution durchaus auch Halloween-tauglich ausgestattet. Ich weiß, wovon ich spreche, mir geht's ja genauso. Oder auch die CDU-Twitter-Queen Erika Steinbach. Ne? Gar kein Problem, gar kein Problem. Und ach so, hier, mein persönlicher Favorit, Thomas de Maizière. Allerdings muss ich zugeben, ich fremde durchaus noch mit diesem Halloween, ja, dieser amerikanische Brauch, was soll das? Ich meine, wir kritisieren die Amerikaner an allen Ecken und Enden. TTIP und der doofe Trump und der Drohnenkrieg. Ja, wir kritisieren die Amis immer und überall. Aber kaum sind Süßigkeiten im Spiel, zack, übernehmen wir alles kritiklos. Es sind ja immer die Feste mit den Süßigkeiten, die wir kopieren. Ja, bei mir gibt es keine Süßigkeiten, ich mache das nicht mit. Bei mir an der Tür gibt es Leberwurstbrot. Ja. Oder eine Masernimpfung. Für die Hipster-Kinder von nebenan. Ja, und vorher mache ich auch einen Wissenstest. Ja? Wie ist denn das Fest überhaupt entstanden? Wisst ihr das eigentlich, ihr Rotzbengel? Ja? Dass vor 500 Jahren Martin Luther 95 Kürbisse an die Kirchentür zu Wittenberg genagelt hat. Wisst ihr das? Dass Luther damals dem Papst zugerufen hat, Süßes oder Saures. Ja, dass wir nur deswegen hier und heute Halloween feiern. Das wisst ihr nicht. Das weiß kein Mensch mehr. Ja? Man kann nichts mehr voraussetzen heutzutage.